Queridos amigos, si es que usted quiere hacer convalidar su licencia de conducir en Austria, no se pierda el siguiente reportaje con ÖAMTC. Aparte de eso, he entrevistado a dos expertos que nos van a explicar cómo debemos asegurar a los niños, que obviamente también van con nosotros en la silla de niños en el carro. Así que no se lo pierdan y presten atención. Si ya sabes cuál es la respuesta, desde el momento en que te vi, sea lo que voy. Wie schaut es aus, wenn das Kind mitfährt, was muss man da zuallererst einmal beachten, was ist wichtig? Ja, also das Kind muss angeschnallt sein und meistens ist bei Kindern notwendig, einen speziellen Kindersitz zu verwenden. Die Vorschrift sagt, ein Kind muss in einem Kindersitz gesichert sein und mit dem Sicherheitsgurt sozusagen festgeschnallt werden im Fahrzeug. Es gibt natürlich auch Ausnahmesituationen, wo das Fahrzeug gar keine Sicherheitsgurte hat. Dann dürfen Kinder bis 3 Jahre überhaupt nicht mitfahren. Und was passiert, wenn uns die Polizei aufhält und das Kind gerade in dem Moment nicht angeschnallt war? Ja, dann kann es recht teuer werden. Es gibt eine Verwaltungspolizeistrafe, die in der Regel doch also um die 100 Euro ausmachen wird, aber kann theoretisch bis 5.000 Euro gehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, es gibt eine Vormerkung im Führerscheinregister. Und wenn man mehrere solche Übertretungen begeht, dann ist auch nach dem 3. Mal der Führerschein weg. Kleine Kinder müssen nach rückwärts sehen. Und jetzt muss ich natürlich die Babyschale noch anschnallen. Da muss man sehr gut aufpassen. Es gibt hier bei den Babyschalen einen Teil, wo ich den Beckengurt durchfädel. Zu und dann muss ich den Schultergurt noch hinten rum durch diese Gurtführung fädeln und das war's eigentlich. Dann kann man hier noch drücken und einmal festspannen. Vielen Dank, Herr Kerbel, für Ihre Zeit. Danke sehr. So, Herr Fuhrmann, wie schaut das aus, wenn man mal nach Österreich zieht und den eigenen Führerschein mitnimmt und in Österreich fahren möchte? Es ist im Prinzip ganz einfach. Es sind einige Schritte, die man halt bewerkstelligen muss. Mit dem ausländischen Führerschein, wenn er in normaler Schrift lesbar ist, kommt der Kunde einfach zu uns zum ÖAMTC. Die Übersetzung von diesem Führerschein wird bei uns dann direkt am Schalter vom Mitarbeiter durchgeführt. Wir haben eigene Unterlagen dafür. Und mit dieser Übersetzung geht der Kunde dann ganz einfach mit seinem Führerschein zum Verkehrsamt oder in den Bundesländern zur Bezirkshauptmannschaft und beantragt die Umschreibung quasi auf einen österreichischen Führerschein. Wie lange kann ich mit dem Führerschein vom jeweiligen Land aber in Österreich fahren? Also prinzipiell ist es so, dass die ersten 6 Monate ab Meldezettel, das heißt ab dem Tag, wo quasi die Wohnsitzbegründung Österreich stattgefunden hat, darf ich 6 Monate mit meinem Führerschein fahren. Wie schaut es aus mit der Prüfung? Gibt es da eine Prüfung? Es gibt auch praktische Prüfungen, die quasi absolviert werden müssen. Es gibt aber einige Länder, die keine praktische Prüfung machen müssen. Diese Länder sind namentlich erwähnt auf unserem Informationszettel. Den geben wir quasi immer wieder unseren Kunden mit. Das ist ein Informationszettel von Verkehrsamt hier von Wien, wo immer wieder die Informationen draufstehen, was brauche ich alles für Unterlagen, was kostet mir die Umschreibung und zusätzlich noch die Info, eben wo keine praktische Prüfung, welche Länder keine praktische Prüfung absolvieren müssen. Me despido de ustedes desde el ÖAMTC con un besote y un abrazote y hasta la próxima, un lindo día.